Musikalischer Salon. Ein Abend, in dem Genüsse für den Gaumen, erlesene Weine und außergewöhnliche Musik in einen anregenden Dialog treten und zu einem ganzheitlichen Erlebnis verschmelzen. Abseits des genormten Musikbetriebs möchten wir Ihnen feine Musikabende mit besonderem Flair anbieten. Große Musik in privatem Rahmen. Schon die Genießer in der Antike verbanden die Musik mit Wein und lukullischen Köstlichkeiten. Wir knüpfen an diese Tradition an und verwöhnen ihre Sinne in einer stilvollen und zugleich entspannten Atmosphäre. Passend zum musikalischen Thema findet eine Weinprobe mit ausgewählten Weinen und kleinen Köstlichkeiten statt. Ihre Gäste sitzen bei Kerzenlicht an gedeckten Tischen und können die Veranstaltung mit allen Sinnen genießen. Sie erhalten von uns alles aus einer Hand: Musik, Wein und Wasser sowie die dazugehörigen Gläser. Treten Sie ein in den musikalischen Salon und lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Delikatessen. L'amour en rose. Lassen Sie sich den Kopf verdrehen und entdecken Sie den besonderen Charme der französischen Chansons. Der musikalische Salon lädt Sie auf eine Reise durch das Land der Liebe ein. Ja, so viele Bereiche abzudecken. Er muss genügend Geld verdienen und nach der Arbeit direkt nach Hause kommen. Er muss die Kochkünste seiner Frau loben, ihr Aussehen bewundern, ihre neue Frisur bemerken oder ihren neuen Lippenstift, Lidschatten oder Nagellack. Kleine Finessen, mit denen wir ihn gerne auf die Probe stellen und dessen Test er zu unserem Leidwesen nur allzu selten besteht. Dabei haben wir uns doch etwa für ihn solche Mühe gegeben. Tja. Und wenn das alles so nicht funktioniert, dann kann das ja nur in einen verbitterten und tristen Ehealltag führen. Liebe und Wein, die laden wir uns heute Abend ein. Mit Liedern der goldenen 20er Jahre verführt sie Miriam Orlowski, begleitet von Domingos Costa, in die wunderbare Zeit des deutschen Chansons und konfrontiert sie musikalisch mit der Frage: Kann denn Liebe Sünde sein? Ängstlich auf der Kopf.
Zeit, dass er sich mal die Beine rasiert. Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zur Qual, denn er spricht ja immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann. Sagt er dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Da frage ich voll Bescheidenheit, mit lächelndem Gesicht, kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich wenn man einmal alles vergisst, vor Glück, kann es wirklich Sünde sein. Lieben ja, aber schlafen allein. Viva Italia! Erleben Sie Musik, die unsterblich wurde. Eine Zeitreise der Lieder und Arien Italiens. Dargebracht von der Sängerin Patrizia Piras und dem Pianisten Domingos Costa. Haben wir Ihnen den Mund wässrig gemacht? Haben Sie Interesse an einer Veranstaltung in Ihrem Haus? Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage, wo Sie detaillierte Informationen finden und uns direkt kontaktieren können. Wir freuen uns auf Sie.